Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe ja ein neues Schnittmuster rausgebracht, Ella. Unbedingt mal angucken. Und das ist ja extra für Strick auch ausgelegt. Und da erreichen mich momentan ganz viele Fragen, ob ich denn Tipps zum Nähen mit Strickstoffen habe. Und natürlich habe ich das. Ich habe die heute mal in dem Video zusammengefasst. Und ich habe aber auch unten in der Infobox ein Dokument verlinkt, wo du dir das nochmal runterladen kannst und ausdrucken kannst. Viel Spaß dabei! Ja, Strick trägt sich natürlich wundervoll, ist aber bei der Verarbeitung, nennen wir es mal, etwas speziell. ja, aber wenn man die richtigen Tricks kann, dann ist das auch gar kein Problem. Und es geht schon beim Zuschnitt los und da empfehle ich dir auf jeden Fall einen Rollschneider zu nehmen und keine Stoffschere, denn ein Rollschneider mit einer neuen scharfen Klinge, der kann nämlich richtig gut durch die Fasern durchschneiden und du hast am Ende auch eine schöne, glatte, scharfe Kante und das Ganze lässt sich dann auch viel besser weiterverarbeiten. Zum anderen würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, eine Unterlage zu nutzen, die gut abfusselbar ist, also jetzt auch nicht unbedingt auf Teppichboden oder so arbeiten. Die Fusseln sind nämlich wirklich fies und dann hat man hinterher richtig viel Arbeit, ne? Wenn du dann eine richtig schöne scharfe Kante hast, dann solltest du sie auf jeden Fall auch versäubern. Ich mache das immer gern mit der Overlock, das geht aber auch mit dem Zickzackstich oder mit dem Overlockstich deiner Nähmaschine. So sind die Fasern dann eben da gesichert und die Weiterverarbeitung ist wieder tausendmal besser. Der Stoff sollte auch vorgewaschen werden und dann bitte am besten auch schon vorher versäubern, denn ja, dann fusselt das Ganze wirklich weniger aus, gerade beim Waschen. Und ja, hier sieht man den Unterschied der zwei Kanten auf jeden Fall. Je nach Elastizität des Stricks kann der auch relativ schnell ausleiern. Und das ist dann beim Nähen natürlich eher schlecht. Und du kannst die Kanten entweder mit Nahtband verstärken und das aufbügeln oder eben auch mit Sprühstärke. Gerade am Ausschnitt oder an den Armkugeln hilft das ungemein. Um wirklich auch das letzte Aufribbeln zu vermeiden, nähe am besten mit viel Nahtzugabe. Also mit viel meine ich so wirklich 2 bis 3 cm. Dann gehst du wirklich auf Nummer sicher, dass du alles ordentlich erwischst, dass auch die Versäuberung übrig bleibt. Und genau, bitte auch an der normalen Nähmaschine am besten nähen, denn dann kannst du die Nahtzugabe nachher gut auseinanderklappen und die Kante ist dann eben auch deutlich dünner, als wenn du alles mit einer Naht von der Overlock zusammennähst. Und hier nochmal alles auf einen Blick. Also den Stoff bitte vorwaschen, so wie es eben empfohlen wird, denn der kann so 10 bis 15% einlaufen. Das Ganze dann bitte auch im Liegen trocknen. Zuschnitt bitte mit dem Rollschneider und einer frischen, scharfen Klinge machen. Das Zusammennähen am besten mit einer etwas größeren Nahtzugabe von 2 bis 3 cm. Die Ränder vor dem Ausfusseln und Ausleiern schützen, indem du sie mit Nahtband oder mit Sprühstärke stabilisierst. Und dann beim Nähen bitte eine lange Stichweite nehmen und wenn es geht, den Nähfußdruck verringern, damit eben alle Stofflagen gut transportiert werden können. Denk dran, du kannst dir wirklich alle Tipps nochmal unten auf deinen Computer runterladen und ausdrucken und dann kannst du es zu deinen Unterlagen packen. Ja, genau, das war's dann auch schon und ich würde mich natürlich freuen, wenn du mir einen Daumen hoch da lässt, wenn dir das Video gefallen hat. Ansonsten, klar, bitte gerne meinen Kanal abonnieren und natürlich auch die Benachrichtigung einschalten mit der Glocke, denn dann nur dann kriegst du auch wirklich die Info, wenn ein neues Video da ist. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!